Servus und willkommen zu Forzim 1 gegen 1. Auf Balls heißt es heute Team 1 mit Schockgenau gegen Team 2 mit Moonshine. Ich wünsche euch viel Spaß beim Game. So, und da wären wir in-game. Links sind wir mit Schockgenau und rechts ist der Gute von Richthausen mit Moonshine. Kurzum, Schockgenau, Commander, den wir nicht so oft sehen. Will ich in der neuen Season ein bisschen mehr spielen, ist eigentlich ganz cool, die gute Dame. Zu den Fähigkeiten in der Passiven, sie kann Fässer bauen, die sorgen dafür, dass man die Kontrolle über ein Konstrukt behält, auch wenn die Verbindung zum eigentlichen Kern abgerissen ist. Und ansonsten darf sie als einzige Waffengruppen von 4 auf einmal haben und nicht nur 3. Und sie ist auch die einzige, die Kreissägen gruppieren kann. Habe ich mal ein bisschen ausprobiert. In Verbindung mit einem Magna-Beam mit so 4 Kreissägen, die alle angezogen werden. Es sieht witzig aus, ist sauschwer zu aimen, kostet Unmengen Energie. Und ist in ja fast 100% der Fälle einfach verschwendet gewesen. Und der letzte passive Teil bei ihr. Ihre Energieschilde reflektieren keine Laser. Nein, die absorbieren die Energie und ja, laden quasi die Batterien der guten Dame auf. Also, kann man verwenden und bei der aktiven ist es einfach so, der Feuerlaser wird zum Plasmalaser und das 20mm Geschütz wird zu einer Kanone. Und wenn ihre aktive läuft, sind alle Windturbinen vom Gegner, so lange wie die aktive eben läuft, deaktiviert. Ist recht unangenehm und sie macht eigentlich aus relativ schwachen, in Anführungsstrichen, Waffen relativ starke Waffen, weil ich muss einen Firebeam bezahlen und kriege einen Plasmabeam, der ballert. Das ist schon ordentlich. Aber jetzt mal kurz ins Game. Bei uns, wir haben hier die Nodes verkauft und 5 Minen, 2 Windturbinen, hier läuft die Werkstatt und hier ist die Brücke nach unten. Und diese Fässer habe ich gemeint. Die sorgen dafür, dass wir die Kontrolle über dieses Konstrukt haben, auch wenn diese Brücke nicht mehr existieren würde. Bei von Richthausen ist jetzt hier minimalistisch gearbeitet, einfach top gearbeitet. Hat 5 Minen, die Waffenkammer und spart wahrscheinlich jetzt einfach seine Ressourcen für die T2. Er hat hier die eine Note noch verkauft. Kann man machen, mache ich nie, weil ich finde das hier einfach super hässlich, diesen Übergang. Also, ja, ich mache das eigentlich nicht aus ästhetischen Gründen. Man kann es machen, es ist nicht doof. Hier unten die Bassor, weil mein Gedanke war, wenn ich hier reinkarten kann, ist alles hier hinten, zumindest der untere Teil, ist jetzt dann Moose. Die beiden Nodes hier oben sollten das Konstrukt halten. Und hier kommt die T2 beim guten Richthausen. Er geht hier für die Munitionsfabrik, ist aber als Moonshine auch verständlich. Also und ja, bei Moonshine die Passive sagt bei ihm einfach aus, dass er aus Energieschilden Energietore macht. Und ja, was hat er noch in der Passiven? Ja, hier habe ich geaimt. Ja, war in Ordnung, aber ich habe die zweite Strebe nicht erwischt. Und hier reagiert er und baut nach unten, da kommen gleich Sandsäcke rein und dann kann ich es knicken, hinten reinzusägen. Aber nochmal zurück zu Moonshine. Was ist denn bei ihm in der Passiven, außer dass Energietore zu Energieschilden werden? Wenn das alles ist, ist es echt irgendwie lame. Und ansonsten in der Aktiven ist halt alle Waffen, die Splash Damage machen, 20mm, Kanonen, Haubitzen, Rockets und so weiter, machen dann eben mit ihrem Splash Damage noch EMP-Effekt. Und hier konnten wir gut reinsägen, die Sandsäcke weg und die Connection hier auch. Das heißt, der Aufbau wurde um ein paar Sekunden verzögert. Und bei uns derweil hier unten 1, 2, 3 kleine Feuermörser. Einfach nur, weil ich es kann. Und der Platz da unten bietet sich eigentlich oftmals für Feuermörser oder Mörser generell einfach an. Also, warum denn nicht? Die fliegen auch ganz gut. Ich bin zufrieden. Und hier hinten kommen noch 2 Windturbinen. Ihr seht es bei uns, noch
keine T2 im Aufbau, wir sind da viel, viel gemütlicher unterwegs. Hier den einen Gunner, der da geplaced wurde, ja, präzise getroffen. Und hier mit der Basso, ja, in die Sandsäcke reingeschnitten, das ist, jo, das ist vollkommen wasted. Hier wird die Flak freigemacht, weil ich vermute, dass die keinen richtigen Winkel hier auf den Spot über die Mörser hatte. Weil ihr seht, er hat sie ausgewählt von Hand. Sucht jetzt die Weite wahrscheinlich. Und ihr seht, wenn ihr die Flak so schießt, dass die über den Mörsern explodiert, holt ihr auch die Mörser raus. Ich hasse dieses Verhalten. Es ist ungemein unfreundlich. Und hier wollt ihr gucken, ob er von unten irgendwas noch beschädigen kann. Die zweite Flak hier und der Gunner da oben werden verkauft und wir gönnen uns stattdessen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gunner. Einfach nur, weil ich Angst hatte vor Rockets oder einer Haubitze, die gleich geflogen kommt. Hier bei uns ist die Fabrik im Aufbau und hier ist die erste 20mm bei Richthausen. Wie gesagt, mit Moonshine ist jedes Projektil, wenn das mit der aktiven geschossen wird, EMP geladen. Hier die Kreissäge ist ganz in Ordnung gewesen. Hier wäre ich lieber Scattershot gewesen, weil da hätte ich komplett hier durchsägen können. Nochmal die Flak ausgewählt, auf meine Gunner geschossen. Die haben Gott sei Dank einen größeren HP-Pool als die Mörser und überleben das. Aber es ist lästig. Hier geht sogar ein Gunner und ja, hätte ich einfach einen Sniper, wäre die Flak-Geschichte, aber ich habe am Sniper gegeizt, also am falschen Ende gespart. Und während wir gerade unsere ersten Boxen vorbereitet haben, ist die erste 20mm bereits fertig, die zweite im Aufbau und die dritte schon vorbereitet. Also von Richthausen hat die einiges vor, hier konnten wir gut unter die Flak sägen und die zweite Bass soll leider ein Ticken zu spät. Ich habe das Fass hier oben verkauft und umgeplaced, weil das haben wir oben einfach nicht sicher. Und hier kommt der erste Feuerlaser, beziehungsweise auch Plasmalaser, wenn die aktive läuft. Und hier hat er Metall eingezogen. Das heißt, mit der Buzzsaw werde ich dann halt viel erreichen. Hier seht ihr den EMP-Effekt. Aber es ist halt eine 20mm, das heißt, die streut auch ordentlich. Wir konnten ihm hier nochmal kurz reincutten und die Verbindung nach hinten trennen. Und hier, ja, es gehen drei Gunner drauf und meine Tech ist deaktiviert, aber der zweite Firebeam läuft. Und hier, ja, die beiden Buzzer sind auch Geschichte mittlerweile. Haben es nicht mehr geschafft, hier durchzucutten, aber ich denke mal, wir konnten ihm schon an den Nerven sägen damit. Hier gönne ich mir einfach noch eine dritte Lage Tore vor meinen Firebeams, weil ich weiß nicht, ob das hier bei den 20mm bleibt oder vielleicht schon eine Cannon ins Spiel kommt. Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Bei ihm, jetzt kommt hier die dritte 20mm, was sehr töricht ist. Es ist überall nur ein Tor davor. Er könnte zumindest mal hier, was ich auch ab und zu spiele, Energietor, Energietor, Energietor und dann noch normale Tore hinten dran. Dass, wenn wir Laser spielen, dass das reflektiert wird, weil so bei einem Tor selbst ein AP-Sniper könnte jetzt die komplette Bewaffnung bei ihm rausnehmen. Ich habe gewartet, bis beide Laser fertig sind und ja, jetzt kommt der erste Laser, schickt seinen Kurs, ist hier die aktive, machen Plasma raus und ja, das Ding ist Geschichte. Er löscht recht spät, aber alles noch im grünen Bereich. Nee. Zu früh gefreut, die zweite 20mm verabschiedet sich auch und sein DPS ist hier um 2/3 verringert. Und ja, jetzt suche ich nach dem letzten Kanönchen, nach der 20mm, die da ist und da oben hockt sie und die geht auch noch drauf, bevor sie fertig wird. Das heißt, der Gute ist momentan waffenlos, hat hier zwei Flak, wobei die eine hinter der Windturbine versteckt ist und ja, unangenehm. Bei uns, wir gönnen uns noch ein paar Windturbinen, noch ein paar Batterien nach hinten und hier unten einen Schwarmraketenwerfer, der unser DPS einfach erhöhen soll. Hier sind noch zwei Gunner, ich hatte die waren schon vorher geplaced. Und jetzt kommt ein bisschen Defense vorm Core, weil
mit Feuer und Plasma kann ich da durchsägen. Problem ist, die Aktive von Schackenau, die braucht relativ lange, bis sie ja aufgeladen ist. Und hier brennt er munter, löscht das recht spät bei Firebird. Hätte das böse enden können, aber so alles im Rahmen. Und hier wird eine Sandsackverteidigung eingezogen. Ihr seht's. Sandsäcke über Sandsäcke. Und ja, das ist alles nur 300 Energie, aber das blockt den Firebeam sehr effektiv. Und wenn ich keinen Schaden mache, lädt sich die Aktive nicht auf. Bekomme ich keinen Schaden, lädt die Aktive nicht auf. Ohne Aktive keinen Plasma-Beam. Also das ist so ein bisschen jetzt die Krux an der Sache, was für mich jetzt nicht so prickelnd ist. Weil an den ganzen Sandsäcken und der nicht vorhandenen Bewaffnung kann ich keinen Schaden machen. Wir haben uns nach oben verbunden. Hier ist unsere achte Mine bereits. Wir haben zwei Schaumraketenwerfer. Hier unten ein Fass und hier oben ein Fass. Und falls ihr euch wundern solltet, warum da eigentlich Flammen drauf sind, wenn das Ding kaputt geht, explodiert das ziemlich heftig. Und ja, die Krux an der Sache ist, man kann das Ganze nicht reparieren. Und ja, die achte Mine ist fertig. Hier oben kommt unser Upgrade Center hin. Ich dachte mir, das ist ein sicherer Spot. Und nicht nur wir sind nach oben gekrabbelt, sondern auch von Richthausen. Und hat hier mit diesen drei Nodes erstmal sehr viel Geld in die Hand genommen. Und hier einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Damage machen. Einfach ihm ein paar Ressourcen kosten. Hier hinten, ja, geht die Batterie. Er hat hier ein Erstlager und die Batterie verloren. Er brennt hier oben, er brennt unten. Schwierige Nummer. Und er löscht es auch nicht. Er ist gerade hier oben beschäftigt. Jetzt löscht er erst sehr spät. Und wir haben hier eine Buzzer noch und einen Sniper. Während er sich hier drei Sniper gegönnt hat, die jeweils hinter einem Sandsack sitzen. Ist clever gemacht, wenn der Plasma, wenn der Firebeam nicht straight up hier rein aimt, sondern ein bisschen fair aimt, bleibt er einfach am Sandsack hängen und da passiert gar nichts mehr. Und jetzt kommt hier nochmal eine Flak von Richthausen. Einfach um die Swarms hier unten zu killen. Anscheinend gehen die ihm doch tierisch auf den Senkel. Unser Upgrade Center da oben ist mittlerweile durch. Und jetzt fängt er an, seine Sniper hier auf die Tore einzuaimen. Und das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Ihr kriegt es mit. Er schießt einfach immer im Wechsel. Und jetzt probiere ich, seine Sniper rauszunehmen. Der erste Sniper geht. Er misst. Der zweite Sniper geht. Er holt mir die Buster weg und der dritte Sniper ist weg, während hier unten noch brennt und die Flak verliert. Also wir haben hier ein leeres Fort quasi gegen zwei Feuerlaser, zwei Swarms, acht Gunner und einen Sniper. Und das langt nicht aus, um hier irgendwie Damage zu machen. Hier kommt das Upgrade, hier kommen zwei Nukes. Wenn sie einschlagen, soll es ordentlich scheppern. Und hier oben gönne ich mir einfach noch die Waffenkammer. Ziehe hier riesige Tore ein, aber bei 8 Minen war Metall nicht so das Problem. Er brennt nochmal munter, löscht das jetzt Ganze und hier unten auf die Flak drauf gehalten. Die dürfte drauf gehen hoffentlich und hier nochmal den ersten Sniper raus, den zweiten Sniper raus und den dritten Sniper raus. Verliert dafür meinen. Er replaced alle drei, wir replacen unseren, aber etwas umgeplaced. Ist ein Spot nach oben, nicht dass er einfach wieder denselben Spot einaimen muss. Und ja, bei ihm ist zwar die T2 fertig rein theoretisch, aber da kommt noch nichts. Und bei uns kommen hier oben nochmal drei Mörser, die dank dem Upgrade Center auch zu schweren Mörsern werden können. Und hier einfach mal reingehalten und mal guckt, ob ich irgendwas treffen oder erreichen kann. Aber diese blöden Sandsäcke tanken eigentlich alles weg vom Feuerlaser. Hier kriegt er ein bisschen Core Damage, kriegt das jetzt auch mit, dass er brennt. Und hier kommen zwei EMPs. Es wird noch ein dritter Spot vorbereitet und im Upgrade Center habe ich dann hier richtige Rockets. Da kommt noch ein Sniper hin. Einen offenen, einen gedeckten, jetzt mit der aktiven. Plasma unten reingehalten, verliert den ersten Firebeam, verähmt den zweiten und wisst ihr was? Der zweite Firebeam geht auch. Also haben wir hier nur normale Feuermörser und zwei EMPs.
Gut, rein theoretisch unten auch zwei Nukes, aber er hat auch drei Flaks. Die Erfahrung hat gezeigt, dass drei Flaks nicht unbedingt bedeuten, dass man einen Nuke rausnehmen kann, ich weiß. Aber Anti-Air ist rein theoretisch am Start. Jetzt kommen bei uns hier die drei schweren Mörser da oben. Wir upgraden unseren Windpark dahin. Und er nimmt seine Sniper nochmal und aimt die jetzt auf die Tore ein. Hier oben ist nochmal eine Flak bei ihm und drei Gunner. Und wisst ihr was? Diese Flak hat den Winkel und kann wieder über die Mörser schießen. Und da könnte ich einfach nur kotzen. Genau das. Auch wenn es schwere Mörser sind. Einfach mit der Flak drüber gehalten und weg damit. Das ist eine... Ach, da könnte ich jedes Mal einfach im Kreis rennen und schreien. Hier sollten die EMP einfach ein bisschen die Anti-Air triggern. Und hier eine Flak, zwei Nukes. Als ob es das Normalste von der Welt wäre. Und bei uns fünf Flak. Keiner trifft die Nuke. Jetzt will ich die EMP im Wechsel schießen, damit die eine Flak nicht alles macht. Und weiß, dass ich so jetzt zwei Flak triggern kann. Also kann ich auch Platz für die Nukes machen. Ansonsten, die Feuerlaser werden wieder aufgebaut. Und bei ihm, ja, er hat viel Anti-Air. Jetzt vier Flak. Testet hier oben nochmal an, aber hier oben steht nur unsere Munitionsfabrik. Und wenn die fertig ist, haben wir tatsächlich alle Techs auf dem Feld. Hier werden beide Nukes eingeaimt. Verliere dafür meinen Sniper, aber alles in Ordnung. Und der Firebeam soll das blocken. Und hier taumelt die Nuke an diesem blöden Kugel da unten. Ah, das war einfach ärgerlich. Die wäre schön durchgekommen. Naja. Ansonsten, er hat jetzt hier drei Sniper und hier oben kommt die Howie. Wir haben hier unten die Gunner sitzen, also rein theoretisch ist Anti-Air am Start. Und jetzt aimt er wieder seine Sniper auf die Tore ein. Ah, das ist einfach so unangenehm und ich muss hier warten, bis mein Sniper fertig ist, um da irgendwas gegen zu machen. Und wir sehen hier die nächste 20 mm. Er hat es geschafft, sich zu erholen, obwohl er in Anführungsstrichen nur 6 Minen hat und 4 Windturbinen. Wir haben 8 Minen und 8, 9, 10, 11 Windturbinen, aber wir haben auch rein theoretisch mehr Bewaffnung. Haben hier ein bisschen federn lassen müssen, das ist unangenehm. Ich verkaufe hier auch die EMP, weil ich habe gemerkt, das hat keinen Wert. Das hat einfach so wirklich gar keinen Wert. Und gönnen mir hier dann einfach einen Smoke Launcher. Erkennt ihr an der Schraube da hinten? Und der soll mir das Ganze einfach absmoken und dann kann die Nuke hier unten im Cover vom Firebeam da reinklatschen. Und hinter dem Smoke Launcher gönne ich mir die Repair Station, dass wenn das Ding drauf geht, er mir hier kein Loch reinreißt. Hier gönne ich mir auch eine 20 mm, weil wie gesagt, wenn die Aktive der guten Dame läuft, ist das eine Kanone. Und dieses Sniper-Play, was von Richthausen da macht. Ich glaube, er hat keine Ahnung, wie sehr er mir damit auf den Wecker gegangen ist. Und ich bin ja eigentlich ein friedfertiger Mensch und schlag nicht wirklich so oft Leuten ins Gesicht. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich hätte es gern gemacht. Die Nuke kommt durch. Macht ein bisschen Damage. Und hier mit dem Plasma-Beam reingehalten, ist in Ordnung. Ich habe seine Sniper geröstet, weil die mir tierisch auf den Sack gingen. Weil ich konnte keinen eigenen Sniper ins Spiel bringen. Meine Firebeams waren die ganze Zeit bedroht. Also er spielt das hier richtig gut und richtig. Und hier cover ich seinen Howie mit meinem Firebeam. Aber Gott sei Dank ist der Damage nicht so dramatisch. Hier kommt die 20 mm von ihm hinterher. Aber er hat eine Holzstrebe vergessen. Weil wie gesagt, das Sniper-Gameplay, was er hier an den Tag legt, das ist richtig, wie er es macht. Und genau deswegen nervt es mich auch so abartig. Hier nochmal abgesmoked. Die erste Nuke fliegt. Die zweite einfach ganz easy hinterher rausgeholt. Und hier 20 mm von uns, 20 mm von ihm. Und unsere 20 kriegt es hin, seine rauszunehmen. Wie bitter. Und hier einfach nochmal reingehalten. Bisschen Damage gemacht, unseren Howie
Jo, das Ding ist mega teuer, aber nicht so effizient, wie er es gehofft hat. Und hier nochmal zwei Minen wegrasiert. Das heißt, er hat nur vier Minen. Wir haben das Doppelte aktuell. Und er musste replacen. Das ist bitter. Und ja. Ich müsste mit dem Sniper hier unten jetzt eigentlich mal anfangen, die Flak, die hier vollkommen offen ist, einfach mal rauszunehmen. Die Nukes kommen wieder beide nicht durch. Und hier mit der Basso einfach mal oben reingekattet. Die Windturbine schützt die Howie. Aber jo. Und hier ist einfach mal dann auf die Sandsäcke draufgehalten. Weil ich muss ihm ja irgendwie ein bisschen Damage machen, wenn ich will, dass meine Aktive irgendwann aufgeladen ist. Problem ist, aber Sandsäcke, ja, die wirken Wunder gegen 20s und gegen Firebeams. Also das ist ein signifikanter Schwachpunkt von Schockgenau, der mir jetzt erst richtig klar wird. Ja, wieder kommen beide Nukes nicht an. Ich hätte hier wirklich mit Sniper einfach mal antesten sollen, wo diese Drecksdinger sind. Hier, die Howie kommt. Die kommt durch, aber Gott sei Dank macht die quasi null Damage an Metallen. Also alles sehr entspannt. Die Windturbine wird wieder aufgebaut, die Howie schützen soll. Und hier kommt der erste Cannon Shot. Und der zweite Cannon Shot hinterher. Und noch der Plasma Beam. Also hier konnten wir gut, ja, seine Defense ein bisschen in die Mangel holen. Zumal es sehr unangenehm ist, wenn die 20 plötzlich einfach einen Cannon Shot rausballert. Derweil hat er hier noch seine sechste Mine wieder im Aufbau. Also seine alte Economy ist fast wiederhergestellt. Jetzt nochmal abgesmoked. Aber die Nuke kommt einfach nicht durch. Und wie gesagt, ich hätte einfach mal Sniper hier mal antesten sollen. Hier wird bei ihm nochmal eine 20 aufgebaut. Und meine halte ich einfach mal munter rein. Und mit der halte ich halt munter auf diesen Klotz drauf. Jetzt kommen wir die Windturbine, die Howie beschützt, aber da oben hockt nur ein Gunner und ich glaube nicht, dass der es schafft, die Howie da rauszunehmen. Sagen wir mal so. Der Gunner vielleicht nicht, die Kanone hier oben vielleicht aber schon. Hier unten reingehalten, habe jetzt hier einen guten Winkel getroffen und da war die Batterie, die sich entzündet hat. Und das heißt, GG. Der Gute von Richthausen hat es mir echt nicht leicht gemacht und hat mir jeglichen Nerv mit seinen Snipern geraubt. Letzten Endes hat er den Salzwerkfehler gemacht und den Core quasi mit Batterien geschmückt, was ihn auch umgebracht hat am Ende. Aber ich fand trotzdem, es war ein schönes Spiel. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Ihr hattet Spaß und wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!